Wir lassen das da oben, lassen wir am besten frei. Warum? Weil, ja, das schon, damit wir nach oben ein bisschen Platz hin haben. Damit niemand am vordersten Front steht, damit die Artillerien uns nicht kriegen können. Ah, stimmt. So, warte mal, ich muss meine Grafik erstmal hochsetzen. 75 Hertz oder 60 Hertz, was reicht da? 60 reicht. 1680 mal 1050 und 60. Weil letztendlich ist es eh egal. Wenn du 75 Hertz Modus unterstützt, dann kannst du den auch einmal. 1001 Millionen. Aber der stellt bei mir eh gleich alles auf hoch. Stell einfach auf 120 Hertz. Da ist einfach auf 1 Milliarde Hertz. Super schnell. Waffenreichweite anzeigen? Ja, bitte. Alles anzeigen lassen. Außer die nicht immer rendern der Strategiesymbole. Das solltest du auslassen. Wo siehst du das? Aber wenn du es nicht gesehen hast, ist es okay. Nee, ich bin hier gerade in den Optionen. Das okay, das heißt. Ja, Strategie-Symbole immer rendern oder sowas heißt das. Strategie-Overload anzeigen, Symbole immer rendern? Nein. Ja, genau. Zeiger am Fenster binden? Na, aus. Genau. Nur die Waffenreichweite und Sichtweite sollst du dir anzeigen lassen. Ja, habe ich angestellt. Oh, das habe ich doch gar nicht angestellt. Verstehe ich. Mehr Spieler, ne? Ja. Soll ich es machen? Und Spiel beitreten will ich. Genau, und dann mal Freunde. Hey, wir sind ja auch alles Freunde. Ja. Ich hab nur Ignaz, hab ich irgendwo drin. Ich klicke einfach mal auf Lukas, mal gucken, wo ich denn reinkomme. Jo. Weil irgendwie Matze wird mir nicht angezeigt, sondern nur Lukas. Hast du denn das DLC aktiviert? Ja, hat er, sonst wäre er nicht reingekommen. So, Atomraketen machen wir aus. Oh, hier gibt's drei verschiedene. Welche soll ich denn nehmen? Das bleibt dir überlassen, also. Weiß nicht, UEF ist, glaube ich, am simpelsten erstmal. Blauen? Erstmal zum Lernen ist UEF die blauen am besten. Ja. Sind so die Leute, die alles können. Das sind so die Leute, die alles können. Ja, die Grünen sind eher die Flugleute, würde ich mal so behaupten. Und die Roten, die Cybern, sind eher so die Landleute. Ja, Flug mit Laser. Ist doch genau mein Fall. Ja, mit Laser. Aber UEF ist gut zum Einbunkern, kannst derbe Artillerien und sowas bauen. Okay, Einbunkern ist geil. Nehmen wir mal drei normale. Okay. Ja, vergesst nicht. Das ist auch eine große Karte, dann machst du die Spacken all richtig auf. Ja, stimmt schon. Hier, welcher Ping wird mal bei mir angezeigt? Ja, 84 ist alles okay. Boah, das ist ja in Ordnung. Alles in Ordnung. CC, Ordnung. CC. CC. So, wie geil, ich höre bei mir im Hintergrund. Hatschiu! Können wir, Thomas, du hast zu Anfang hast du eine Zeit von 10 Minuten Frieden. Das ist ja, die heilige Kuppel des Friedens. Ja. Achiu! So, ihr müsst ja alle jetzt einen Haken bei euch reinmachen. Okay, los, Thomas, mach ein Hakenkreuz bei dir rein. Okay, Haken. Ja, komm, geil, los! Haken! Okay. Haken. Haken. Haken kaufen, traurig. Traurig. Melancholisch. Traurig. Feuer, ja. Das brennt. Ja, während der Bewegung feuern alle beweglichen Einheiten auf jedes Ziel, das in Reichweite kommt. Alles töten! Ja, das heißt, sie ballern einfach, Thomas. Mehr musst du nicht machen. Ja, du musst einfach nur ins Lager reinrennen, die ballern von alleine ist. Und das heißt, was muss ich jetzt machen? Erstmal musst du Masse-Extraktoren bauen. Masse auf diese grünen Punkte, die du überall siehst. Wo MA steht. Und da hast du auch in deinem Baumenü ein Masse-Extraktor. Ich schick meine Autos schon los. Ich quetsche da. Autos. Es gibt zwei Ressourcen, Energie und Masse. Energie und Masse gibt es. Energie würde ich übertrieben viel bauen, damit du immer genug hast. Masse würde ich alles voll bauen, was du kriegen kannst. Ja. Masse kriegst du nachher noch auf einem anderen Wege, nicht nur durch die Masse-Extraktoren. Da bauen wir nachher Masseumwand dafür. Du hast oben links, hast du einen Forschung, hast du eine Möglichkeit, auf deine Forschungen zuzugreifen. Oben links? Oben links. Wo die 5 steht, oder? Ja, genau. Da steht, wie viele Forschungspunkte du hast. Da kannst du in 5 verschiedene Richtungen forschen. Du hast ja auch in deinem Baumenü, daneben Masse und Energie, hast du auch noch so eine Forschungsstation. Da kriegst du dann die Forschungspunkte. Je mehr du baust, desto schneller kriegst du Forschungspunkte. Die sind extrem wichtig, damit deine Einheiten mächtiger werden, damit du Sachen zum Einbunkern kaufen kannst und sowas. Ja, genau. Und ich muss verdammt viel Energie irgendwas bauen. Nachher brauchst du sehr viel Energie, weil nachher, wenn du Masseumwandlung betreiben willst, dann brauchst du sehr viel Energie für. Und du willst nachher Masseumwandlung. Was ist der gelbe Punkt, wo ich hier rumrenne? Das ist der Frieden. Die Mauer der unendlichen Sicherheit. Ja, die 10 Minuten aktiviert ist. Ja, so. Ey, ich wette, ich sterb eh gleich. Ja, kannst du nicht. So schnell stirbst du nicht.
Habe ich auch die ganze Zeit nur zwei Roboter hier? Ja, du kannst durch Landfabrik kannst du mehr Techniker und so bauen. Aber erstmal ist ganz wichtig, dass ganz viel Energie baue, oder? Ja, nicht unbedingt. Du sollst schon, das ist schon mal so 10 Energiedinger sollst du zu Anfang haben. Doch, 10? Ja. Kann ich auch alles auf dem Haufen bauen oder zerstören die mich dann? Na, es ist nicht ganz so schlimm. Auf normal noch nicht. Wir bauen auch immer alles auf dem Haufen, weil das Spiel geht ja nur auf dem Haufen. Haufen! Aber Fabriken und so baue die auch noch nicht direkt am Anfang, oder? Fabriken baue ich jetzt gerade in dem Moment. Eine Landfabrik baue ich immer, damit ich Techniker und sowas ausbilden kann. Ja, mal schauen. Also sollst du dir merken, im Grunde genommen sind Flughaufen immer die schlimmeren als die Landhaufen. Die spacken nämlich am meisten ab. Ja, weil sie einfach überall auftauchen können. Hallo, Nackedei! Mäuschen, ich baue gerade Haufen. Eine sehr präzise Auskunft. Ich mache hier einen riesengroßen Haufen. Haufen bauen ist ja cool. Ich setze hier einen Haufen voll auf meinen Monitor. Haufen bauen macht Freude. Ja, hat man mir auch so gesagt. So, ICU ist fertig. Ich habe bisher nur 5-mal Masse, reicht das? Ja, für den Anfang. Ja, du sollst um dich rund sollst du auch noch die Masse-Dinger einnehmen. Ja, aber die sind ja außerhalb des Gelben. Ja, dann kannst du nichts machen. Dann ist halt so. Dann musst du halt warten. So. Denk, du kannst Grundeinheiten bauen, fortgeschrittene Prototypen. Prototypen hast du noch keine. Warum nicht? Weil musst du erst derbe erforschen. Genau, musst du erst derbe forschen. Waffenreichweite. Du forschen, wie du kannst. Steigert den Zustand und Schaden um 10%. Hä? Ich kann Knöpfe drücken. Es steht auch darüber, steht immer ganz klein, was dadurch beeinflusst wird. Also natürlich bei Gebäude, eine Gebäude oder bei Landeinheiten, das wird nur die und die Einheiten dadurch beeinflusst. Etc. Siehst du da? Ja, ich forsche hier einfach mal ein bisschen. Ich würde an deiner Stelle erst Gebäude machen, damit du dich einquetschen kannst. Was muss ich machen? Erstmal würde ich Gebäude erforschen, weil du ja eh erstmal viel dich einbunkern möchtest. Also ist ja unsere Taktik, mit der wir spielen. Was für Gebäude? Oh, doch schon, okay. Du gehst auf Forschungen und dann auf Gebäude, dass du dabei Gebäude forschst. Hä? Du hast Land, Luft, Marine, Gebäude und ACU. ACU ist das fette Stück Scheiße, das du da die ganze Zeit steuerst, dieser fette Roboter. Also wenn du da oben links raufklickst, dann hast du ja Ich hab eine Landfabrik gebaut. Ja, das ist doch gut so. Kannst du Techniker bauen. Was für ein Ding? Techniker. Techniker und kleine Einheiten. Was für Techniker? Ach, die Baudinger, oder? Ja. Ah, bau ich da mal 2 Stück von. Hast du noch mehr? Hast du viele? Ich baue gerade 8 Energie, habe ich gleich. Na, cool. Und ich habe gleich einen Raketenturm, oder was das ist. Eine schwere Punktverteidigung. Boah. Du musst aber gelb, ne? Ja, da ist er, Killing Death. Ich bin der völlig stupide hier in was baut. Okay. Ich würde sagen, wir bauen uns da kurz bevor die Mitte eng wird. Da bauen wir Verteidigung auf, ja. Ja, nicht, nicht zu nah ran, weil sonst kommen wir hier schwule Artillerien wieder. Ja, die Artillerien können die fast bis zu uns feuern. Ja, fast. Das sollten wir einfach hier echt bei dieser Verengung hier. Wo ist die Forschungsstation sollte ich auch bauen, oder? Eine Forschungsanlage? Ja, genau, davon brauchst du auch ein paar Stück. Ein paar Stück? Ja. Viele. So viele wie möglich. Also schneller du, umso mehr Forschungsstationen hast, umso schneller lädt sich dein Balken da oben links immer wieder auf für einen neuen Forschungspunkt. Achso. Mit anderen Worten, du kannst dann irgendwie viele bauen. Ja. Haufen. Haufen, genau. Beispiel. Mehr Haufen, umso besser. Ja. Was brauche ich denn für diesen verdammte... Mehr Schilde? Was muss ich eher Luftabwehr bauen oder wie läuft das hier? Ja. In dem Fall. Ja, ich kümmere mich dann um Land. Ich würde sagen, ja, Luftverteidigung ist keine schlechte Idee, wenn ich mir das hier mal so ansehe. Was die da bauen. Ja. Drehen ja auch durch. Wie immer. Ja. Weiß nicht, bei mir ist gerade irgendwie tote Hose, ich baue mal mehr. Raketenwerfer. Ich baue da eh nur wieder Sturmbot. Na, ich glaube, ich baue gleich einfach mal Killhort.
Bau gerade alles Mögliche. So, ich gehe mal auf Forschung. Ach so, ich forsche momentan die ganze Zeit Land. Mhm, also aber Gebäude solltest du erstmal ein bisschen forschen. Land ist natürlich auch nicht schlecht, weil du viele Landeinheiten baust, sehe ich gerade. Also ich baue, was baue ich? Na, brauchst du eigentlich nicht. Hab halt falsch geguckt. Ich baue nur Techniker. Ja, das ist auch cool. Techniker sind auch Landeinheiten. Können aber keinen Schaden machen. Damit ich hier einfach nur Forschungsstationen überall hin feuer momentan. Das ist doch gut. Aber dann Strom, hast du nachher viele. Strom hat er auch. Aber wenn du, siehst, dass, wenn, du siehst, dass, wenn du siehst, dass du genug Strom hast, so, dann ist auch erstmal okay, dann solltest du dich erstmal. Ja, was ich dir empfehle, wenn du bei Gebäude forschst, dass du erstmal Richtung Massewandler forschst. Und der ist bei dir, glaube ich, oben rechts. Dass du weiter oben forschst. Warum kann ich nicht außerhalb des Gelben irgendwas bauen? Weil das der mächtige Schutzkreis ist, der erste. 35 Sekunden kannst du's. Noch ist Frieden, Thomas. Nutze ihn dir aus, um noch schnell Verteidigung zu bauen. Ah, oh, ich hab noch keine Verteidigung. Brauch ja, schnell Luftverteidigungstürme. Genau, brauche ich jetzt auch noch schnell. Weil jetzt kommt sie gleich mit Flughafen und das könnte unangenehm werden. Ja. Sehr unangenehm. CC. CC, unangenehm. Nein, oh Scheiße. Kann ich auch Panzer bauen zur Luftabwehr? Nein. Später. Doch, hier, mobiler Raketenwerfer. Okay, jetzt ist Krieg angefangen. Krieg, okay, los. Krieg! Ja, schnell hinlaufen! Krieg, ja, schnell hinlaufen! Haufen! Der erste Haufen-Squad legt schon mal los. Geil. Okay, mach 6 Faktoren. Spinne, Spinne! Wie viel Luftabwehr soll ich bauen? Ja, so, da kommt schon ein Haufen. Ja, da kommt schon ein Haufen angeflogen zu Lukas hin. Siehst ja, wie, also. Ey, ich hab gar kein Radar. Brauchst du mein Radar? Brauchst kein Radar, wir haben eh, sag schon, volle Sichtbarkeit. Oh, auf wen hat er Hass? Ich glaube auf Thomas. Oh Gott. Wie jetzt auf jemand anders. Er kann sich nicht entscheiden, wen er hassen will. Ich baue super Adapter. Boah, wie geil er bei mir zwischendurch hier nichts bauen will, wie assig er ist. Will er halt nicht. Das musst du akzeptieren. Okay. Ah, er hat Hass auf mich. Ich weiß doch nicht, ob. Aber auf jeden Fall einfach ballern. Wow, einer ist abgestürzt. Okay, oh, warum baut hier manche Sachen nicht? Ja, sag schon, weil du vielleicht keine Masse hast oder so. Ah, stimmt, meine Masse. Stimmt. Das hast du vielleicht gerade nicht mit Masse, deshalb wieder nicht. Und denk dran, dass du jetzt die Masse-Extraktoren um dich rum einnehmen kannst. Oh, stimmt. Soll kannst ich jetzt auch außerhalb des gelben Heiligen Kreises bauen, der nicht mehr da ist. Ja. Oh, Lukas, kriegst du das hin? Ja, ne? Ja. Wow. Das sieht ja gut aus. Kommen sie schon mit Haufen? Ja, sie kommen schon mit kleinen Haufen angerast. Ja, aber die sind ja langsam. Okay. So, fahr auch mal dahin. Zu schwul, um eine Gefahr zu sein. Okay. Kann ich schon ein Schild bauen? Oh, wie schneller meine Forschung hier inzwischen macht. Ja, das geht nachher relativ fix. Da solltest du mal aufpassen, dass du nicht vergisst zu forschen. Aber ich glaube, mehr Masse habe ich hier gar nicht um mich rum. Ja, dann kannst du mit zu uns hier nach vorne kommen. CC, nach vorne. Landeinheiten, Masse-Extraktor, Flugabwehrtor. Noch eine Landfabrik bauen. 2 Stück. Hast du auch schon Jens O gebaut? Jens O habe ich schon ein paar. Ja, ich baue ja Hawks. Bei Gebäude habe ich gerade die ganzen unteren Sterne einfach mal angeklickt. Ja, ist doch gut. Da hast du jetzt super mächtige Flugabwehrtürme und sowas. Ja, und außerdem kosten die sind Baukosten und Bauzeit sind dann geringer. Oh, sehr geil. Also habe ich gerade was Sinnvolles gemacht, ja, das finde ich gut. So, da kommt ein kleiner Haufen, warte mal. Ah, Hilfe, kleiner Haufen. Schnell weg. Na, Thomas, ist schon mal gar nicht so schlecht, was du da machst. Du hast jetzt Flugabwehr gebaut. Ja. Dann kommt ein kleiner Haufen schon mal nicht mehr an dir vorbei. Ja. Jens auch macht den Rest. Oh, Lukas, schick mal deine Einheiten dahin, wo ein grüner Haufen ist. Oh, da kommen ja Feinde. Oh, scheiße, und ich habe noch nichts gebaut. Hilfe! Den Hass. Ich muss sie aufhalten. Hass auf deine Leute. Ja. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Roboter sind. Also ja. Verteidigung, boah. So, jetzt aber. Brauch mehr Landverteidigung, merke ich gerade. So, sie haben einen Stück Generator zerstört, die Penner. Komm schon wieder mit Technik an. Ha, einnehmen. Ja. Und mit Schiff. Nicht sehr nett. Sie kommen mit Schiffen. Wow. Ja, Schiffe könnten noch nervig werden, das weißt du doch. Ja, weiß ich ja. Vielleicht hat er ja nicht auf Schiffe geskillt. Ich weiß gar nicht, auf was ich hier skill.
Auf irgendwas. Mach einfach irgendwas. Das ist schon mal cool. Mach einfach irgendwas. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Schick einfach meine ACU nach vorne, die ballert alle weg. Ah ja, einfach Havox bauen. Aber. Ah, oh, lecker. So, Schild ist wieder da. Da kommt wieder ein Schiff. Hallo. Ah, sehr schön. Kommt ein kleiner Haufen. Ein Schiff ist da. Hallo, Nerven. Ja. Warum baue ich hier die ganze Zeit eigentlich nur Grundeinheiten? Ich kann schon zwei fortgeschrittene Sachen bauen. Ja, kannst du ja. Wenn du da was fortgeschrittenes war. Ich glaube, ein Radar kannst du bauen und irgendwas anderes. Ja, und so nah. Ja, das brauchst du beides nicht. Dann brauchst du beides nicht. Also da können ja alles sehen. Was hält ihn ein, da was bauen zu wollen? Sie kommen in der Schildeinheit. Wow. Schild, super. Nein! Voll unfair. Wo seht ihr denn was? Ach, da vorne steht ihr beide. Ja, aber wir bauen uns da vorne ein. Das wir bauen jetzt schon mal. Was baue ich denn hier hinten? Eine Verteidigung, wenn ihr da vorne alles schützt? Weiß ich nicht. Du bist doch schlau. Beim Flughafen bist du dir durchkommen? Ich weiß, der Flughafen muss ich immer gegen vorbereiten. Ja, ich habe ja eine riesen Luftabwehr inzwischen. Kann gleich eine Schnecke bauen. Hm. Ich baue jetzt erstmal über die alles kaputt hier, was sie hier versuchen aufzubauen. Ja. Ein Heizpetzen mit dem Luft. Es ist auch immer ganze Energiegeneratorenkacke da in die Luft gesprengt worden. Weil Energiegeneratoren auch explodieren. Gerechtigkeitsmauer baue ich. Mach das. Ich habe ja doch mobile Raketenwerfer. Archanist, mobile Flugabwehrkanone, wir haben doch alles. Geil. Thomas, du musst immer dran bedenken, das ist nicht StarCraft, du musst richtig viele bauen. Du musst einfach Haufen bauen. Einfach nur Marco. Ich suche gerade meinen vierten Techniker, der ist irgendwie verschwunden. Meine Fahrzeuge verschwinden einfach. Er hat einfach keinen Bock mehr. Er streikt. Noch ein paar Haufen bauen. Sollte nicht schaden. Das macht mein Haufen. Achso, mein Haufen wird gerade zerstört. Sehe ich gerade. Hm. Vielleicht soll ich mich mal zurückziehen, auch wenn das jetzt nichts wird. Da kommt ein grüner Haufen angeflogen, voll auf Rot. Ja, mein oranger Haufen wird gerade zerstört. Oh, da kommt gerade ein Riesenhaufen angeflogen zu dir, Lukas. Oh, Scheiße. Oh Gott, oh, Hass! Okay, ich versuch den Hass abzuwehren. Nein, weg. Nein! Oh Gott, bloß kein Hass auf meine Energiegeneratoren, bitte. Das kann alles wieder hochgehen. Mauer der Gerechtigkeit, zeig was du kannst! Yeah. Was baust du denn da riesige Sachen von mir hin? Zwei Fabriken. Das sind nur Baufabriken. Wie ich Schnecken bauen kann. Ja, ist wichtig. So, Masseumwandler ist da. Da ist Masseumwandler. Okay, ich hab Masseumwandler. Oh, was geht denn hier ab? Krieg. Wir drehen ja total durch hier. Ja, haben sie da schon wieder Schilddings? Ja, Schilddings haben sie geballert. Oh, la 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 la. Laserblick! Ja. Ja, das ist ja nur das Schild. Ja. Fühlt sich auch immer wieder auf. Also ich habe schon eine kleine Luftverteidigung, ich glaube damit überlebe ich. Jo. Jo. Ich habe genug Strom. Ja, Strom habe ich auch massenweise. Und Schild bauen. Boah, mehr Schild. Jo. Ich baue schon mal den ersten Wall der Mauer der Gerechtigkeit. Ja, ich bin auch dabei, ein bisschen gleich mitzuhelfen. Was baut ihr? Mauer der Gerechtigkeit. Mauer der Gerechtigkeit. Was ist das? Das ist einfach nur eine Verteidigungsmauer. Mit vielen Türmen. Ah, Techniker! Soll ich euch eigentlich helfen davon? Doppelt. Also was baut ihr da eigentlich alles für Schilde? Warum könnt ihr schon Schilde bauen und sowas?
Kuse. Musst du bei Gebäude, kannst du das erforschen, den Schildgenerator. Musst du mal gucken, wo das bei dir ist, der Erforschung, musst du da hinten. Ah, hab ich. Kannst du was ganz anderes bauen? Atomraketen-Silo, was? Das haben wir ausgeschlossen, haben wir ausgeschaltet. Aber die Gegner, der so derbe abdrehen. Könnten so einen Ball wie bekloppt, als Atombomben. Oh, Schnecke ist fertig. Experimenteller Schildgenerator? Meine Schnecke ist fertig, Lukas. Laserblick. Was ist Akku? Das ist eine ACU, ist eine große Einheit, die da oben rechts ist, also die immer fett ist und viel. Der ist auch noch nicht so wichtig, oder? Nee, die brauchst du nicht, die erforscht meistens auch nicht so viel. Also ich weiß nicht, wie es bei Lukas ist, aber. No, ich ein bisschen erforsche die. Nachher hast du eh alles erforscht. Nachher hast du eh alles erforscht. Also ein bisschen nachdenken muss man schon. Geil. Übrigens, mir geht's gut. Wollte ich nur mal so anbringen. Oh, ein bisschen Spaß hat Thomas ja im Spiel. Ja. Ich weiß zwar noch nicht wirklich, was ich hier anstelle, aber. Ja. Aber es ist sinnvoll. Relativ sinnvoll ist es, glaube ich, was ich hier versuche. Auch wenn ich schon wieder nicht weiß, wo meine Techniker geblieben sind. Du musst so rechts hast du ja auch noch so eine kleine Leiste, da kannst du deine Techniker wiederfinden. Da ist der. Ne, mir ist ein Techniker mal wieder abhanden gekommen, aber den habe ich gerade wiedergefunden. CC, Techniker. CC, Arbeit. Arbeit macht frei. Thomas. Entschuldigung. Sag das meinen Robotern. Okay. Da kommen Schiffe. Tut, tut, wo? Ja, da kommt irgendwas. Ach ne, kommt gar nichts zu mir. Mal sehen, was Schiffe gegen Haufen machen können. Füge einen persönlichen Schild hinzu. Aber was will ich denn überhaupt bauen? Aber der Torraketen sieht doch nicht. Techniker! Ja, ich den Raumtempel würde ich schon gerne haben. Ja. Einmal Schild im Siu. Ja, jemand schreibt mich doch die ganze Zeit an, ey. Was mal genau, wer das ist. Ich baue hier mal was Großes hin, mal gucken, was ich damit produziere. Es ist auf jeden Fall riesig, was ich hier baue. Über etwas. Okay, Matze, das ist fertiggestellt. Gehirn! Du hast nicht wirklich ein Gehirn gebaut, oder? Doch! Och man! Gehirn! Na, wird's los? Laser! Haufen! Ich habe gerade Befehl gekriegt, ich soll keinen großen Haufen machen. Ich muss ihre Schilde zerstören. Sonst können sie den Haufen da drin verstecken. Ja. Eine Schnecke quetscht sich einfach durch. Gehirn! Ai. Ja, gegen Schilde. Ha, ich hab ein Schild gebaut. Ich bin gut. Wow. Ja, und noch ein Schild. Okay. Oh nein, sie krabbeln rüber. Jetzt machen den Krabbeln. Hm. Den werde ich aufhalten. Okay. Du kannst sie aufhalten, Lukas. Letzte Gehirne. Los, tötet sie. Tötet ihn. Ja. Alle auf ihn. Schlau. Bring sie mit deiner Schlauheit um. Ja. Ah, es brennt. Okay. Techniker. Schnell zurück in die Wirbelsäule. Wie witzig, bei mir rennt hier hinten was im Lager rum. Wo ist der denn näher gekommen? Oh, ich hab da hinten noch einen Durchgang. Scheiße. Da hinten bei Matze gerade auch einer rum. Hey, geil. Ich hab hinten einen ganz kleinen Durchgang. Da ist er durchgekommen in mein Lager, wie er sicher ist. Tut ja niemand was. Ja. Ein dummer Techniker. Könnte dein ganzes Lager einnehmen, wenn er will. Will er ja nicht. Irgendwie hat einer deinen Masse-Extraktor. Wo?
Leute, okay, Alter, Energie. Ist so ruhig. Energiebaum. Energie. Mehr Energie. Der Techniker flieht übers Wasser. Ja. Oh Gott. Jetzt fangen sie an mit Artillerie. Ich verpiss mich. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Forschen. Was segelt da in mein Lager rein? Viele leuchtende Punkte. Hä? Was ist das? Was ist das? Dein Lager? Ja, da sollen leuchtende Punkte segeln hier rein. Weiß ich nicht. Und ich habe einen Havok bei mir stehen, einen Orangen. Achso, ja, ist Matze. Bin ich nicht. Ich hab mir gerade, was ist das für ein Lager? Bleib dich an, siehst du das nicht? Merkst du, ne? Ja, guck mal, wie er die fertig macht. Ja. Okay. Bin ja nicht aber. Was ist denn das? Halbfertig starten? Ja, du kannst deine Sascha experimentellen Einheiten kannst du halbfertig schon rausbringen. Wenn du so verrückt bist. Oh, jetzt wisst ihr, was ich baue.